Die Universitätsstadt Marburg plant in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Stadtentwicklungsgesellschaft, das Gebiet rund um die Beldershäuser Straße weiterzuentwickeln. Was gefällt den Bürgerinnen und Bürgern an diesem Gebiet? Was würden sie verändern? Und würden sie an einem Bürgerbeteiligungsprozess teilnehmen? Von der Verkehrslage her günstig das Gebiet. Man kann einkaufen, man kann in die Stadt fahren, der Südbahnhof ist nicht weit weg. Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich hier irgendeine schöne Art Wohnen bauen. Ganz wichtig, wenn wirklich hier Wohnhäuser gebaut werden, dass die auf keinen Fall 6 Stockwerke hoch sind, sondern wirklich im 4 Stockwerke-Bereich bleiben. Ich würde verbessern, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich mit anderen Menschen zu treffen. Mehr Spielplätze oder ähnliches oder einfach mehr Bänke, mehr Sitzmöglichkeiten. Bis nach Marburg, da sind die Radwege nicht so gut ausgebaut. Das würde ich mir wünschen, dass das perspektivisch entsprechend geändert wird. Ich habe ja früher hier gewohnt und da hat sich jetzt nicht wirklich viel in der Gebäudestruktur geändert. Es gibt manche Ecken, die sind wirklich renovierungsbedürftig. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man vielleicht ein schöneres Umfeld hat, wo man sich in der Mittagspause bewegen kann. Aber ich denke, Beteiligungsverfahren ist wichtig heutzutage, denn die Menschen wollen gehört werden. Auf jeden Fall gut, wenn Bürger teilnehmen dürfen, vielleicht auch selber Gestaltungsvorschläge machen. Grundsätzlich finde ich das gut, dass man die Bürger befragt, damit nicht einfach entschieden wird über die Köpfe der Bürger hinweg. Entscheidung, Bürgerbeteiligung würde ich mich auch einbringen. Ja, das würde ich machen.